Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich weiß noch nicht, wie ich das Video nennen werde. Vor-Unboxing ist es nicht, ich habe es ja schon hingestellt. Ich habe auch ein Vor-Unboxing gemacht, habe aber ein bisschen viel gequatscht. Wenn ihr wollt, kann ich euch das auch freischalten. Mir hat es aber persönlich, denke ich mal, nicht so gefallen. Ich würde gerne ein bisschen knapper machen, deswegen halt nochmal ein separates Video. Ich habe von Divolo 3x Magic 2 bekommen, beziehungsweise ich habe angefragt. Warum habe ich es angefragt? Eigentlich wegen euch, weil ihr gefragt habt, ich habe ja das DLAN 1200 Plus oder so, was hieß es, glaube ich, vorgestellt, und ich habe die GigaGate vorgestellt. Und beides ist bei mir noch im Einsatz und beides funktioniert noch immer wunderbar und ich bin noch immer megamäßig zufrieden. Das sage ich jetzt nicht, weil ich es gratis zur Verfügung gestellt bekommen habe. Hier wird auch irgendwo Werbung stehen. Nein, das sage ich einfach nur aus Überzeugung. Das ist meine pure Überzeugung. Und ich möchte euch nicht anlügen und sagen, hey, ja, es geht mal oder es hat Störungen, wo es nicht so ist. Ja, irgendwas schlecht reden will ich nicht. Und wenn ich halt davon überzeugt bin, bin ich davon überzeugt und das bin ich. Das ist ganz einfach. Nee, der Grund deswegen für das größere Paket ist eigentlich nur der, ich habe von ganz vielen von euch Nachrichten bekommen, ja, du in deiner Wohnung, da funktioniert es, du hast ja nicht so viel. Also nicht so viel Platz. Also ich habe jetzt 2,5 Zimmer, ich habe 55 Quadratmeter oder so. Es ist nicht groß. Und viele von euch haben gesagt, ey, ich habe ein Haus. Ich habe einen Partykeller oder einen Bastelkeller. Denn der erste Stock, Erdgeschoss, erste Stock, vielleicht noch ein Dachgeschoss. Wie ist es, wenn es wirklich groß verteilt werden muss? Ist es dann immer noch stabil? Bleibt es stabil? Habe ich überall wirklich WLAN oder nicht? Und da habe ich Divolo gefragt, ob sie so nett wären und mit mir da vielleicht eine Zusammenarbeit machen wollen. Und ich möchte gerne einen Langzeittest machen. Ich möchte das bei meiner Mutter einbinden, weil wir haben jetzt hier die erste Erneuerung, ist schon im Gegensatz zu dem 1200er. Wir haben hier zwei Empfänger, nicht nur einen. Und einmal die Basisstation sozusagen. Und dann habe ich hier noch zwei einzelne Empfänger, weil viele gefragt haben, ist es denn wirklich so leicht? Also ich habe mehrere Fragen gekriegt, ich kann euch die Fragen mal aufzählen. Erstmal habe ich gekriegt, ist es wirklich leicht, neue einzubinden? Geht es auch mit einem großen Haus? Habe ich Verluste? Wo sind die Vor- und die Nachteile? Und funktioniert es nach längerer Zeit immer noch? Und dann möchte ich jetzt mit diesem Video schon mal so ein paar Fragen beantworten, auf was ihr achten müsst, auf was ihr aufpassen müsst und eine Einleitung dazu geben. Ich werde auch noch Unboxing machen zu einem großen und hier in dem kleinen. Ich brauche nicht zwei auspacken. Und dann mache ich bei meiner Mutter halt noch Videos, wo das drin ist, mache so einen Querschnitt vom Haus und erkläre euch, warum, weshalb, wo was ist und wie gesagt, alles anschließen. Das erste ist, warum ich bei meiner Mutter das mache, so viele brauche, weil die hat wirklich ganz, ganz dicke Wände. Das ist richtig schrecklich da. Die Fritzbox ist am Anfang, also wenn man reinkommt gleich. Und dann hat man halt vorne Wohnzimmer, Schlafzimmer, nach hinten ist Küche, Badezimmer. Und dann haben wir noch einen ersten Stock und einen Keller und so. Und halt natürlich einen Hof, beziehungsweise Garten hinterm Hof. Und man hat unten im ersten, also im Erdgeschoss, im Wohnzimmer und im Schlafzimmer ein gutes WLAN. Die Räume dahinter, Küche, Badezimmer, ja, so etwa zwei Balken, wobei in der Küche auch schwankt 2-1, 2-1. Also manchmal ist auch nur ein Balken. Das ist sehr schwankendhaft da. Im ersten Stock, in meiner Mama ihrem Zimmer, weil Vater guckt unten Krimis und sie guckt dann oben Romanz-TV oder wie das Ding heißt. Deswegen habe ich auch Sky bestellt. Habe ich ja jetzt auch hier Odima Shop mir gemacht. Es ist einfach nur wegen den Krimisendern und wegen Romanz-TV. Nur mal kurz am Rand. Egal. Und dann hat mein Bruder da noch ein Zimmer. Und der hat sein Sky da. Und kann seine Mediathek nicht nutzen. Weil das LAN nicht so weit, WLAN nicht so weit hochkommt. Wir haben es, viele werden euch sagen, mach doch mit dem WLAN-Repeater. Haben wir auch gemacht, aber weil die Wände so dick sind, kannst du nicht sagen, unten und oben ein Repeater, weil der Empfang einfach nicht da ist. Also musst du praktisch von der Fritzbox zum Repeater im Flur oder in der Küche, ist knapp.
Und von dem Repeater halt nach oben ein Repeater. Und oben müssen dann zwei, dass oben die ganze Fläche versorgt ist. Es geht relativ, aber die Bandbreite ist nicht da. Meine Mutter kann nicht mal Netflix gucken, um vernünftig. Es lauert ewig zum Laden. Die Kinder beschweren sich, also meine Tochter und meine meine Nichte beschweren sich, dass sie ihre Serien nicht gucken können. Deswegen haben wir eine Möglichkeit gesucht und die ist hiermit gegeben. Und weil, wie gesagt, ich habe von vielen Fragen bekommen, da gehe ich jetzt auch drauf ein. Erstens, worauf ihr müsst achten? Das erste ist, es muss ein Stromkreis sein. Es muss ein Stromkreis sein. Also es kann nicht sein, dass ihr ein Haus habt mit einem Stromkreis, mit einem Zähler, Stromzähler und so, und dann nehmt das Nachbarhaus und da haut er denn da drin und denkt, das geht nicht. Es muss ein geschlossener Stromkreis sein. Ja? Alles, was außerhalb dieses Stromkreises ist, funktioniert es natürlicherweise nicht. Ich weiß nicht, ob es hier auch so steht, aber bei dem ersten, bei dem 1200er war es zum Beispiel so, da stand auch da, dass man die Empfängerstation direkt an die Steckdose machen soll und nicht an den Verteiler oder sonst irgendwas oder an einer Verlängerungsschnur. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier auch drin steht. Ich denke mal schon. Ich habe es getestet mit einer Verlängerungsschnur. Ich habe es auch getestet, weil im Schlafzimmer habe ich nicht die Möglichkeit, das ranzumachen. Und dann, weil da steht nur ein Schrank, dann passt der Schrank nicht mehr ran. Da passt nur ein normaler Verlängerungskabel ran. Also da habe ich halt so einen Achter mit einem langen Kabel genommen und hinterm Schrank drin in die Steckdose und dann ist es da drin. Funktioniert wirklich gut. Es wird aber nicht empfohlen. Aber es funktioniert. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Auch mit einem Verlängerungskabel. Ich hatte einen 10 Meter Verlängerungskabel. Ich weiß es nicht. Ich glaube 5 Meter oder 6, 5 oder 10? 5, 5 Meter Verlängerungskabel in die Steckdose drin. Am anderen Ende den Empfängerin, hat auch funktioniert. Habe ich extra getestet. Dann haben viele gefragt, geht es denn auch über längere Zeit? Wie gesagt, wir haben hier eine 3-jährige Garantie. Und ich sage es jetzt nicht, weil ich es gratis bekommen habe oder die anderen Produkte gratis bekommen habe oder irgendwas dergleichen. Das ist meine persönliche Einstellung. Ich bin mit Divolo megamäßig zufrieden. Preis ist etwas hoch, klar, aber es ist Qualität, es kommt aus Deutschland und es funktioniert. Ich habe es jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange ich das hier habe, die Giga geht, glaube ich, 2 Jahre oder ein Jahr, 2 Jahre. Und DLAN habe ich 3 Jahre, 4 Jahre, ich weiß es gar nicht. Ich mache euch die Videos mal in der Infobox und es funktioniert noch alles wunderbar. Keine Abbrüche, kein gar nichts. Zusätzlich habe ich noch den Home-Server, wenn ihr sowas nutzt zum Beispiel. Und ihr habt diesen Divolo Home Server, wo ihr dann praktisch Thermostat, Fenster, Alarmanlage, also Bewegungssensor, Sirene, Wassermelder und so was alles drüber steuert, braucht ihr diesen Home Server nicht mehr mit einem LAN-Kabel, also Steckdose und LAN-Kabel rein. Nein, dieser Home Server kann auch das DLAN abgreifen. Also praktisch über die Steckdose. Irgendwo zentrales, rinne eine Steckdose, ihr habt Ruhe. Und habt dann zusätzlich halt noch einen LAN-Anschluss. Nicht wundern, meine Katze ist gerade rollig. Es wird empfohlen, dass man Magic 2 Produkte auch wirklich nur mit Magic 2 Produkten benutzt und nicht, ich hole mir jetzt hier so ein Magic 2 Set und dann habe ich ja noch der 1200er Plus oder so oder halt 1200er ohne WLAN, WLAN. Das wird nicht empfohlen. Also es wird empfohlen, dass nur die Magic 2 Produkte zusammen funktionieren, weil sonst hätte ich meiner Mutter ein oder zwei von meinen DLAN-Teilen mal leihen können zum Testen. Deswegen dieses große Paket. Und einfach nur zum Testen, ob es, weil viele gefragt haben, ja, deine Wohnung ist halt klein, ob das wirklich längere Zeit und ob es stabil ist, ob man wirklich 4K-Filme gucken kann über Netflix, über Amazon, über DLAN, über WLAN und wie das alles funktioniert. Deswegen halt dieses große Paket, um da jetzt mal einen Langzeittest zu machen und euch zu zeigen, es funktioniert und es funktioniert auf lange Hinsicht und es funktioniert ziemlich einfach. Weil viele haben auch gefragt halt, hey, wenn ich mir so ein Starter-Set hole, ist ja gut und schön, was ist denn, wenn ich dann halt erweitern will? Wie schnell geht das? Wie einfach geht das? Geht das unkompliziert? Muss man da irgendwas beachten? Ihr braucht eigentlich gar nichts beachten. Ihr müsst halt nur achten, dass es ein Magic 2 ist und dann ist es auch schon gut.
Und wenn ihr jetzt zum Beispiel das Starter-Set habt, das ist am Eingang. Und dann, sagen wir mal, im Erdgeschoss im Wohnzimmer und das in der Küche für Internetradio im Erdgeschoss. Und ihr wollt jetzt praktisch im ersten Stock Kinderzimmer noch versorgen. Dann braucht ihr nicht zur Basis rennen und da einen Knopf drücken und dann hier einen Knopf drücken, damit die synchronisieren. Das braucht ihr gar nicht machen. Ihr drückt einfach hier den Knopf zum Synchronisieren, damit er sich in ein Netz einbuchen will und geht einfach in die Küche. Also das, was Empfänger, der am nächsten dran ist bei euch, drückt einen Knopf, wartet kurz ab und dann wird das Gerät genauso ins Heimnetzwerk eingebunden, als wenn ihr das an der Basis macht. Also das erleichtert dann halt auch viele Wege. Ja, wie gesagt, ihr habt halt zweimal LAN, die ihr rausmachen könnt. Ihr könnt auch den LAN an einen Verteiler machen. Wenn ihr sagt, jetzt zum Beispiel oben im ersten Stock ist halt das Kinderzimmer und da muss die PlayStation dran, das muss der Fernseher ran, der Receiver muss ran, Internetradio muss ran und der PC muss ran. Das sind 5 Geräte. Ja, dann nimmt er einfach, haut er hier in den LAN-Kabel, ein LAN-Kabel rein, holt euch so einen LAN-Adapter für 8 Geräte oder was weiß ich, oder 5 oder 2 oder 3, gibt es verschiedene. Haut ihn da ran und es funktioniert genauso. Es funktioniert wunderbar. Ihr habt trotzdem keine Abbrüche, gar nichts. Ich habe es hier getestet über das erste DLAN, also nicht Magic 2, sondern das 1200 Plus. Und habe da einfach mal einen Verteiler rangeklatscht mit, was waren da dran? 8 Dinger waren, also ich konnte also den Eingang und dann hatte ich 7 Geräte, die ich anschließen konnte. Ich hatte Fire TV dran, also die zweite Box, ich hatte die PlayStation 4 dran, ich hatte den Fernseher dran, ich hatte die Android-Box dran, ich hatte den Receiver dran. Was hatte ich noch dran? Ich hatte noch irgendwas dran. Weiß ich jetzt nicht. Die 5 Geräte hatte ich auf jeden Fall dran. Und ich hatte keine Abbrüche. Ich habe auch beide alle Geräte gleichzeitig mal angemacht. Ich habe im Fire TV irgendeinen Film, einen 4K-Film angemacht, PlayStation angemacht, irgendwas runtergeladen, im Fernseher habe ich Netflix-App gemacht und irgendwas geguckt und es hatte keine Abbrüche. Ich konnte alles hier laufen. Also es ist nicht so, dass dann sagt, oh, die Verbindung reicht nicht. Nee, die Verbindung ist wirklich sehr, sehr schnell. Dann, es kommt aus Deutschland. Plug and Play steht auch auf der Verpackung, ist wirklich Plug and Play. Das werdet ihr sehen, wenn wir das alles anschließen werden. 3 Jahre Garantie, zeige ich euch nochmal hier vorne. 3 Jahre Garantie. Ich werde auch gleich ein Unboxing machen von Magic 2, von dem Starter-Kit und von einem Ding. Und dann morgen Videos bei meiner Mutter machen, wie das eigentlich alles dann funktioniert. Ja. Also Mesh-kompatibel ist es. 2400 Mbits gehen durch, also maximal 2400 Mbits. Ist natürlich ein bisschen schneller als das alte DLAN. Ist ja auch was Neues, ist ja auch eine neue Entwicklung, ist ja Magic 2. Und ja, ich bin da schon sehr gespannt. Ich hoffe, ich kann mit diesem Video ein paar Fragen beantworten und mit den nächsten Videos, mit dem Langzeittest, euch auch zeigen, dass es wirklich funktioniert und über mehrere Stöcke funktioniert. Meine Mutter habe ich gebeten, dass sie mir immer Bescheid sagt, wenn was sein sollte, was nicht sein wird. Aber dass sie mir Bescheid sagt und das sammle ich dann alles, falls da was zusammenkommen sollte. Und ja, wie gesagt, es ist auch wartungsfrei. Ja, also die Updates kann man einstellen über, wenn es das noch so ist wie bei mir, über die Cockpit-App. Dann kann man sagen, Update automatisch. Dann macht er automatisch Updates. Man kann, wenn ihr sagt, oben soll kein WLAN sein bei einem Teil, kann man hier bei jedem Kasten einzeln das WLAN anschalten oder abschalten. Man kann ein Passwort für jedes einzeln setzen, wenn man das möchte. Ja, also das ist, man kann auch die Namen ändern, das ist alles komplett selbst überlassen. Man kann die Bandbreite testen. Ja, Mausi, ist doch gut. Ja, die ist ein bisschen rollig. Tut mir leid. So, man kann Haufen Zeug machen. Ich werde auch meinen Laptop mitnehmen und dann werde ich euch da ein bisschen was zeigen können. Aber es ist wirklich Plug and Play. Wie gesagt, einfach einstellen. Und das ist halt auch für viele von euch wichtig. Haben auch einige gefragt, ja, meine Eltern, großes Haus, das muss laufen. Ich wohne nicht so nah bei meinen Eltern dran. Ich will den nicht einstellen, das soll laufen. Die sollen überall Internet haben, sollen zufrieden sein.
Und ich will ja nicht alle 3 Tage hinkommen müssen, weil da irgendwas ist. Hab dann hier nicht. Wenn es einmal Plug and Play läuft, also wirklich drinstecken läuft, die neuen Sachen einbinden, ist ein Knopfdruck. Ja, und halt über Cockpit so einstellen, wie man es gerne haben wollen würde, mit WLAN, ohne WLAN, Namen umändern oder was weiß ich. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Dann läuft das. Wie gesagt, bei mir läuft das jetzt, die Gigagate, das ist dieser schwarze Kasten, und DLAN, das läuft jetzt, oh, DLAN läuft, glaube ich, 3 Jahre oder 4, ich weiß es gar nicht, 3. Und Gigagate 2 Jahre. Ja. Und es läuft. Ich habe am Anfang einmal was eingestellt, hab halt, weil ich da kein WLAN brauche, weil bei mir WLAN überall ausreicht. Ich habe dann halt, nee, doch hier hatte ich WLAN an, weil meine Frau mit meinem Fritzbox WLAN Probleme hatte, weil da das 2 und das 5 GHz einmal zusammen ausgestrahlt wird, und da hat sich meine Frau ihr Handy immer abgemeldet. Die kam damit nicht klar. Und da habe ich halt an meinem DLAN 1200 plus einfach WLAN angeschalten, und darauf hat sich meine Frau immer angemeldet, und das hat wunderbar funktioniert. Wie gesagt, könnt ihr aber auch hier abschalten, das ist überhaupt kein Problem. Ja, was gibt es noch weiter zu sagen? Eigentlich gibt es da großartig nichts weiter zu sagen. Ich kann euch nochmal hier so einen Querschnitt zeigen, also so eine Seite vom Haus. So in etwa werde ich es dann auch mal, also ich werde es ein bisschen schlichter machen, ich bin da nicht so, ich werde es halt, also das Haus in der Mitte durchschneiden, aufklappen, um euch das halt, da werde ich dann nochmal ein separates Video zu machen. Ja. Hier hinten haben wir dann auch noch die Menge, also was hier durchgeht. WLAN ist so ja 1200. Wenn man über LAN-Anschluss hat, hat man eine 2 GB Verbindung. Steckdose ist da vorhanden. Dann könnt ihr euch ja mal angucken. Einfach Pause machen, dann habt ihr das. So. Und die Devolo App. Oh, das ist... Das ist nicht neu, dass da Amazon auch drauf steht. So, und da könnt ihr die App runterladen. Ja, das ist halt iOS, Amazon und Google Play. Und über die App könnt ihr dann sehr, sehr viel einstellen. Ich denke mal, das wird auch die Cockpit-App sein. Denke ich mal ganz stark. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Ich habe es heute erst geholt. Ich werde jetzt, wie gesagt, gleich ein Unboxing hiervon machen. Ein Unboxing vom Kleinen machen. Und morgen dann bei meinen Eltern anschließen, und dann bin ich mal gespannt, wie der Langzeittest läuft. Also ich bin davon überzeugt. Ich gebe euch auch den Tipp, wer zweimal kauft, kauft ein, kauft, wer billig kauft, kauft zweimal. Mensch, bin ich bescheuert. Ich kenne es von Freunden, die haben halt auch eine billigere Version vom DLAN genommen oder ja, mit WLAN drin. Ja, hat sie gehalten. Schwankungen in der Internetverbindung und so. Und ich habe hier mit meinem, also mit dem hier nicht, aber mit dem DLAN 1200 Plus, hieß er, glaube ich, mit WLAN, hatte ich nie irgendwelche Abbrüche. Es war immer eine stabile Verbindung. Super gelaufen. Ja? So, Mausi, jetzt geh mal runter. So, dann soll es das jetzt gewesen sein. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das Video versucht habe. Die erste Version war zu lang, aber wenn ihr die sehen wollt, kann ich die euch auch freischalten. Das ist nur nicht das Problem. Da müssen hier noch Daumen hoch sein, und dann müsst ihr das in die Kommentare schreiben. Dann machen wir das auch. Die werde ich dann aber auf nicht gelistet machen. Da werde ich dann in der Community halt den Link posten. Oder mache ich es öffentlich? Ich weiß es nicht. So, nichtsdestotrotz bin ich dann jetzt erstmal weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt zu Magic 2 oder allgemein zu DLAN oder zu Devolo-Produkten, schreibt mir einfach, weil ich habe, wie gesagt, den DLAN habe ich im Einsatz, ich habe die Gigagate im Einsatz, ich habe den Home-Server im Einsatz, ich habe Steckdosen im Einsatz, den Wassersensor im Einsatz, den Türsensor, Heizungssteuerelement, die Fernbedienung, den Thermostat, den Raumtemperatur-Dingsbums, ich komme jetzt auf den Namen, ich bin durch heute. Das ist alles bei mir im Einsatz und läuft alles wunderbar. Wenn ihr da Fragen habt, einfach mal in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestmögliches tun, um euch da zu helfen. Ich bin jetzt wirklich weg. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.